Wir haben wahnsinnig viele Punkte für unsere Möglichkeiten. Wann haben wir das schon mal gehabt? So viele Punkte zum jetzigen Zeitpunkt. Trotzdem sind wir kritisch mit uns und das Spieltempo war einfach nicht gut genug. Nach der Halbzeit war es gut, aber davor war es nicht gut genug. Von dem her bin ich natürlich mit dem Ergebnis nicht unzufrieden. Ein paar Dinge müssen wir anders machen. Aber jetzt fahren wir nach Turin. Ich habe es den Jungs gesagt, das ist natürlich jetzt eine Momentaufnahme, aber vor dem Spiel, er hat gesagt, Jungs, wir spielen heute in Gladbach. Das ist für uns, für mich, ist nach Gladbach zu fahren, in Gladbach zu spielen vor 50.000, ist ein absoluter Höhepunkt. Gladbach, wo ich ein junger Kerl war, das ist ja was für ein Verein. Und dann dürfen wir 4 Tage später oder 5 Tage später, spielt ja normalerweise Gladbach gegen Juventus Turin. Und jetzt spielt Juventus Turin gegen Freiburg. Das ist jetzt mal so, ein Jahr. Aber das sollte man jetzt einfach dahin fahren und sollte sagen, Wahnsinn. Und es ist nicht gegen Gladbach gesprochen, sondern es ist einfach für die Jungs, dass ich das geschafft habe, dass wir es da kicken dürfen. Wahnsinn. Ich bin echt, freue mich echt, dass sie mir das sozusagen, dass ich auch mit darf, gewissermaßen. Dass die Jungs dann so Leistungen zeigen, dass ich da auch nach Turin mit ihnen darf. Wir fahren eh alle hin. Alle, die gesund sind, fahren hin, weil ich lasse keine daheim. Egal, ob er kickt oder nicht. Es geht nicht. Ich kann nicht einen daheim lassen, die muss ich in 15 Jahren dann noch vorwerfen. Wenn ich eine daheimklasse habe, dann fahre ich einmal nach Turin und dann lasse ich einen daheim und nehme alle mit. Alle, die laufen können, gehen mit.